Vintage Design. Ja, ich hechte gerade zu Ulrike. Hier ist auch schon einiges los. Und wollte euch herzlich dazu einladen, bei der One More Vintage Woche dabei zu sein. Also bei der One More Vintage Design Woche. Wollen wir es ja auch richtig sagen. Jetzt fällt mir gerade nur ein, ich habe ein Problem. Die Ulrike hat keinen YouTube-Kanal. Also muss ich umdrehen. Ich muss nochmal zu der Varaya Lost Papers, denn sie zeigt ja das, was Ulrike für euch gemacht hat. Ja, da müssen wir wohl nochmal in die andere Richtung. Auf jeden Fall wollte ich euch herzlich dazu einladen, diese Woche ganz, ganz viel Fotos zu posten, was ihr bisher so aus meinen Papiersets gebastelt habt. Sei es auf Instagram, auf YouTube, auf eurem Kanal oder auf Facebook in sämtlichen Gruppen, die ihr wollt. Ansonsten in der Spaß am Jump Journal Gruppe, das ist ja meine Facebook-Gruppe, verlinkt die liebe Britta garantiert unten drunter oder schreibt da irgendwie nochmal was zu. Ansonsten, alle, die auf Facebook sind, kennen es ja, die auch nicht auf Facebook sind und da auch nicht sein wollen, die können ja hier auf YouTube auch mitmachen. Genau, einfach Hashtag One More Vintage Design Woche und dann zeigen, was ihr Schönes so aus den Papiersets gemacht habt. Ich werde es mir auf jeden Fall alles gerne anschauen. Ich freue mich schon drauf. Und es gibt natürlich auch etwas zu gewinnen von uns. Als kleines Dankeschön, 3 Jahre Designpapiere mit mir. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Spaß. Wer Interesse an Papiersets hat, wer es noch nicht kennt von mir, kann gerne auf meinem YouTube-Kanal One More Vintage Design vorbeischauen. In der Playlist meine Papiersets sind alle Papiersets aufgelistet und es sind über 60 Stück. Bald kommt auch schon wieder ein neues, ein weihnachtliches, kann ich schon mal verraten. Ja, dann laufen wir jetzt mal zu der lieben Britta und dann darf sie dann mal weitermachen und Ulrikes schönes Werk vorstellen. Bis dann. Oh Mann, ich bin so happy, dass ich euch das jetzt hier zeigen darf. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und das hier ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Nein, das ist auf Ulrikes Mist gewachsen. Und zwar zu dem Designteam Projekt Wochendingskirchen One More Vintage Design Woche hat Ulrike das hier beigetragen. Ihr könntet das schon bei Insta gesehen haben oder auch bei Facebook. Da ist Ulrike auf jeden Fall vertreten. Und da sie keinen eigenen YouTube-Kanal hat, noch nicht, darf ich das jetzt ihr vorstellen. Ich habe noch nicht reingeguckt, Leute. Ich habe es nur ausgepackt. Ja, und vielleicht könnt ihr mir ja helfen, Ulrike davon zu überzeugen, dass ein YouTube-Kanal eine richtig gute Idee wäre, weil sie einfach so tolle Sachen macht. Es haut mich um, alleine hier so was Äußere dessen. Na, es ist so schön. Und es fasst sich so unglaublich fantastisch an. Ihr könnt es nicht glauben. Aber irgendjemand von euch wird es irgendwann glauben können, denn das hier ist nämlich zu verlosen. Ja, Jessie hat ja gerade schon eine kleine Einleitung gemacht, hat hier mal wieder meinen Kanal fremd gekapert und hat die Einleitung fremd gesteuert, was ja auch fein ist, denn es ist ja die Designwoche für ihr Designpapier und wir feiern, dass sie einfach so coole Sachen macht. Ulrike hat sich hier was geschnappt, was ja in der letzten Zeit frisch dazu gekommen ist. Creepy Circus. Hereinspaziert. Hier geht's schon los. Das Cover ist total creepy Circus Style. Es ist genäht, es ist gefranst, es fusselt hier vor sich hin. Hier gibt's noch einen Umschlag, dazu kommen wir später. Und die Fusseln dürfen hier verschwinden, genau. Jetzt wollen wir nämlich hier einsteigen. Ja, dieses Schatzi könnt ihr gewinnen. Ihr könnt es gewinnen. Vielleicht behalte ich es auch. Mal gucken. Ich bin schon mal platt. Allein wenn man hier diese Seite hier anguckt, diese Kante, wie viel Spitze hier reingegangen ist und wie lustig hier die ganzen Fransen da stehen, es ist einfach herrlich. So richtig schön grungy, junkig, wie Ulrike das halt immer gerne macht. Ja, hier haben wir schon mal einen schönen Tag, auf den man noch schreiben kann. Und dieser Clown ist recht der Knaller. Auch hier so eine Karte. Und wichtig ist, ihr könnt, also derjenige, der es gewinnt, oder diejenige, kann dieses Journal komplett weiter bearbeiten, weiter verschönern, verdekorieren und für sich hier einfach gewinnen und das eigene draus machen. Wichtig ist natürlich, dass ihr sowas Gruseliges wie ein Creepy Circus mögt. Wenn nicht, könntet ihr es natürlich auch gewinnen,
um daraus etwas zu machen, etwas zu verschenken zu machen. Es ist ja so, dass es möglicherweise Menschen gibt, die sowas gerne an jemanden verschenken, der Gruselclowns richtig gerne mag. Ich habe so eine Hassliebe zu Gruselclowns. Boah, der Knaller. Also ich bin hier ein bisschen am Fummeln und ein bisschen abgelenkt, was man hier alles so schön machen kann. So. Wow, das ist ein richtig tolles Glücksrad. Und ihr seht es jetzt auf dem Bild nicht unbedingt. Aber hier mit dieser kleinen Figur und alles, die sind so richtig schön erhaben und haptisch. Totaler Knaller. Du hast nur eine Chance, genau. Du hast nur eine Chance hier, was zu gewinnen. Der Ticketverkauf, ich glaube sogar, hier könnte man noch was hinterstecken. Kann das sein? Naja, ist das, glaube ich, festgeklebt. Ich habe schon Ulrike gesagt, wenn ich hier was vergesse an ihrem Journal, dann wird sie mich bestimmt daran erinnern. Und wenn ich was vergessen habe, dann hat derjenige, der es gewinnt, hat hier noch, wenn ich jetzt ein Bild ein bisschen rüber geht noch, dann hat derjenige noch ein paar richtig schöne Überraschungen dabei. Hier jetzt Text zum Weitergestalten. Oh, hier oben muss man dann ziehen. Das Zebra ist doch der Knaller, oder? Kleines Gruselpüppchen da unten. Oh, wow. Das ist ja mal wirklich eine schöne Pferdekarte, aber ein richtig starkes Pferdchen. Mit einem interessanten Clown darunter. Und es knistert, hört ihr das? Es knistert. Süßes, sonst gibt es Saures. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich bei dem Herrn hier da was Süßes kaufen würde. Ein bisschen Gruselblutpapier. Und das ist auch schön viel Platz zum Schreiben und Weitergestalten. Und, also Ulrike hat das garantiert irgendwie in Tee und Kaffee gefärbt. Das fühlt sich einfach so mega cool an. Ja, hier haben wir ein Puzzlechen. Ah, das ist bestimmt irgendwie eine schwule Stanze gewesen oder sowas, ne? Der Knaller. Ich will sowas auch haben. Ulrike, wo hast du das her? Ich sehe ein Tag. Ein Tag zum weiter ausgestalten. Ich glaube das nicht. Also erstmal, das Journal riecht total gut. Also ja, ich habe es Ulrike schon mehrfach gesagt. Es riecht total nach Ulrike. Also richtig, richtig gut. Und nach einer schönen Handcreme oder irgendwas ist so... Also ich glaube, ich behalte das. Vergesst das mit der Verlosung. Das wird nicht stattfinden. Das bleibt einfach hier. Ja, und es fühlt sich einfach, diese Papiere fühlen sich einfach wirklich knallermäßig an, weil sich hier teilweise auch zwei Papiere zusammengenäht hat. Schön grungy. Und das hier ist zum Beispiel auch so ein haptisches Glitzerpapier. Man kann einfach überall fühlen und fummeln. Das ist wirklich, wirklich der Knaller. So, jetzt haben wir Tickets. Tickets dürfen nicht fehlen an einem Zirkus-Journal. Ja, jetzt tolle Tickets. Auch irgendwie ein bisschen zusammengeklebt oder so. Die sind auch sehr, fassen sich sehr gut an. So, dann haben wir hier nämlich eine Pocket an der Seite. Du wirst verlieren, oder? Das ist aber traurig. Ich hoffe, dass ich die gewinnen werde. Ich mache einfach mit. Das ist nochmal ein schöner Clowns-Tag. So. Und hier hinter wäre auch noch eine Pocket für eine größere Sache. Also da kann man sich selber auch noch richtig schön austoben. Vielleicht für etwas, was in diesem Umschlaghaus, den ich euch nachher noch zeigen werde, wo dieses Journal, dieses Flipsroll, das wird einfach mal mega lang, weil ich das hier alles bestaunen muss. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, dass ich hier das Flipsroll mache, während ich mir das selber noch gar nicht angeguckt habe. So verliere ich mich doch teilweise hier in Hachs und Ochs und... Oh, das ist angebunden. Oh ja, das ist angebunden. Ein angebundener Tag. Ein super Lesezeichen. Ein Ticket-Tag sozusagen. Auch das hier, ne? Leute, ich habe ja noch Acrylmasse hier an den Fingern. Ja, ich habe gerade ein paar Molds gefüllt, bevor ich das hier mache. Die Post ist nämlich gerade angekommen. Ich habe gerade Ulrikes Journal bekommen. Gerade frisch hier reingeflattert. Und ja, so kann ich es demnächst noch ein paar Tage hier lieb haben und anfummeln. Das ist auch der Buchrücken, ist auch richtig schön gemacht. Ja, ihr seht ja schon, ich muss jetzt hier mal so ein bisschen unterbrechen beim Flipsroll. Ihr seht ja hier unten sind die Löcher, wo die Signaturen dann eingebunden sind. Und die hat sie alles schön, richtig schön mit den Eyelids gemacht. Und ja, ihr hört, ich bin begeistert. Creepy Service, genau. Oh, diese Katze ist auch echt. Rumi, guck dir das nicht ab. Rumi liegt unter meinem Tisch hier und schnorchelt leise vor sich hin.
habe nicht mitgekriegt, dass es auch Creepy-Katzen gibt. Und ach, diese Gruselpuppe ist doch der Knaller, oder? Ja, und das ist alles gemacht mit den Designpapieren von Jessie, von One More Vintage Design. Wie gesagt, ihr kriegt Jessies Kanal bei mir verlinkt. Ihr kriegt auch weitere Sachen verlinkt, da komme ich gleich noch zu. Und ihr kriegt gleich noch, auch noch erklärt, wie ihr an Gewinne kommen könnt. So, jetzt haben wir hier Tags. Eine Tag-Sammlung Deluxe. Das können wir wieder schick reinkriegen. Da ist sogar noch einer drin. Die Papiere sind wirklich richtig schön. Richtig, richtig schön. Jetzt kommt das nächste Müllauto. Ich habe vorhin schon mein Flipflow gedreht von meinem Papier, von meinem Buch, was ich verlose. Da kam das erste Müllauto durch. Jetzt ist das nächste. Naja. Oh ja, der Elefant. Der ist auch besonders schön. Hier Mystical ist richtig mit Knöpfchen hier reingemacht. Also mit kleinen Brads. Oh, hier ist nochmal der Elefant in schwarz-weiß Papier. Wow. Ein Tag hinter Spitze. Und hier oben haben wir noch so ein kleines Knöpfchen angenäht. Das hänge ich mal hier oben raus. Das sieht total cool aus. Oh, sie ist aber garantiert eine Gruselkämpferin im Zirkus. Also die, mit der würde ich mich nie anlegen. Das könnte böse ausgehen. Oh ja. Hier ist eine Pocket. In der Pocket ist natürlich auch was drin. For Skill and Amusement Only. Ah, das ist ein Stempel, ich glaube, den habe ich auch. Oh ja, ein umnähter Tag. Tödliche Scherze. Oh Gott, oh Gott. Tödliche Scherze. Sagen wir mal besser nicht weiter. Nicht, dass das jemand auf uns anwendet. Oh ja, das Papier, das ist ja der Oberknaller. Ulrike, wie hast du das gemacht? Bitte mal verraten. Vielleicht kannst du das auch hier kommentieren. Du musst natürlich nicht selber dein Journal gewinnen, das ist klar. Und ja, genau, das ist hier auch das schöne Designpapier von Jessie, das Vintage-ige. Das fühlt sich alles so toll an. Ihr seht mich hier die ganze Zeit nur am Fummeln und am Streicheln. Das ist, wie gesagt, mein Name kommt nicht von ungefähr. Ich liebe wirklich Papier und das ist so toll, sowas anzufassen und zu knistern. Und ja, kommt nur halb so gut rüber im Video, ich weiß. Ich weiß. So, hier haben wir einen kleinen süßen Anhänger. Schön mit einem... eine Ballpin hier dran gehängt und wieder spitz und genäht. Und Ulrike hat hier echt jede Seite genäht. Das ist echt der Kracher. Wenn man hier mal anfängt mit Nähen und ein paar Sachen macht, ist eine Sache. Ulrike hat sich voll reingestürzt. Und das kriegt der oder die Gewinnerin hier volle Kanne ab, denn es ist hier echt überall super klasse genäht. Und das passt so harmonisch zusammen, diese ganzen Zirkussachen. Ja, so was Schönes. Diese ganzen Zirkussachen, die sind so, so schön zusammen. Ja, und hier auch so ein paar Die-Cuts ausgeschnipselt und dazu geklebt, dass es wirklich einfach haptisch erhaben hier absteht. Oh ja. Eine Zirkusuhr. Dann haben wir hier Knister-Pockets. Und ein Clowns Tag, auch wieder schön umnäht. Muss ich mal dahinter fühlen, ob sich da noch was versteckt. Das fühlt sich so dick an. Ulrike, hast du noch was versteckt? Naja, wenn ich was verpasst habe, was ihr dann später findet, dann könnt ihr euch freuen. Die Zeit läuft ab. Nee, die Zeit läuft. Noch nicht ab. Abläuft sie demnächst. Und hier ist das Gegenstück zu diesem Tag. Total cool. Ein creepy Clown wieder. Komm her. Mhm. Oh, und ein kleines Zirkuszettelchen mit einem schönen Sternchenpapier. Passt hier sehr harmonisch zusammen. Oh Gott, Gruselclowns, ich kann heute noch nicht schlafen. Und hier haben wir einen Umschlag. Da könnt ihr was reintun. Da ist jetzt aktuell noch nichts dran. Aber das könnt ihr ja ändern, ne? Und hier ist auch ein super, super cooles Papier. Sowas habe ich auch, aber nicht in dieser dunklen Farbe. Ich habe das nur in so quietschigen Farben. Ja, ein Mini-Kärtchen, einen Mini-Umschlag. Wir haben das wieder so schön angeschrägt hier reinpacken, wie es drin war. So.
So gehört sich das. So, ich hoffe mal, dass mein Mikro hier vernünftig mitmacht. Das ist nämlich, hat ein bisschen geschwächelt in letzter Zeit. Ich werde mir auf jeden Fall ein neues kaufen. Das fühlt sich so richtig ledrig aus, so wie es an. Fühlt sich ledrig an, so wie es aussieht. Oh, Gottes Willen. Creepy. Pranks? Was ist denn das? Sieht doch schon ein bisschen aus, mit dem würde ich auch nicht im Dunkeln begegnen wollen. Wir haben ja hier Wölfe im Wald, ne? Aber das ist, dem Viech würde ich weniger begegnen wollen als dem Wolf. Eine schöne Karte, die ihr schön bekleben, beschriften könnt. Wow. Und hier kommt das Ende. Das gruselige Ende. Ein paar Journal Cards, ein paar Tags und hier. Oh, wow. Hier ist meine Tasche. Dieses Cover, das fühlt sich noch so schön an. Hier habt ihr Die Cuts in diesem großen Riesentag versteckt. Aha, guckt mal an. Unikat. Gefertigt in Handarbeit von Ulrike C. Gabbert. Und auf Insta findet ihr sie auch. Eine kleine süße Visitenkarte. Großartig. Ich werde dich trotzdem noch verlinken, Ulrike. Und oh, genau, hier ist noch ein bisschen Buchseite dabei. Das gehört hier rein. Dann schließe ich mal den Creepy Circus an dieser Stelle. Ja, und Ulrike hat nicht nur dieses krasse, fette Journal. Na, ihr seht es, fett, dick, 3 Signaturen, alles drin. Super cool, man kann überall irgendwas ziehen, fummeln, anfassen. Sie hat euch auch noch einen Umschlag dazu gepackt. Und in diesem Umschlag befinden sich noch weitere Sachen, die sie jetzt nicht hier mit eingebaut hat, wo ihr dann einfach selber Hand anlegen könnt. Ein paar sind schon ausgeschnitten, ein paar müsst ihr noch ausschneiden. Könnt ihr selber noch Hand anlegen, weitere Sachen bauen, vielleicht wollt ihr noch weitere Tags machen oder weiter Seiten dekorieren. Na, guck mal, hier mal sogar Ballerinas und Würfel und boah. Da kriegt ihr nochmal eine fette Ladung Extras, um hier, sag mal, das Journal noch weiter zu gestalten. Falls euch das an Gruseligkeit noch nicht reicht, dann gibt es hier dieses Zusatzumschläglein mit ganz vielen tollen Sachen. So, jetzt habe ich mich fast im Kopf und Kragen geredet. Puh, meine Güte, das war aber aufregend. Ja, ich liebe das, so ein Journal direkt als erstes einmal durchzublättern und anfassen zu können. Und ja, ihr werdet es lieben. Also ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf denjenigen oder diejenige, der es gewinnen wird. Das ist schon echt Knaller. Ich habe von Ulrike schon sowas gekriegt, sowas Kleines. Das könnte ich mal in einem kleinen Flips wohl zeigen, aber das gebe ich nicht her. Das hier muss ich leider hergeben. So ist es verabredet. Denn unsere One More Vintage Design Woche, was ein schwieriges Wort, ja, ist noch nicht vorbei. Aber meine Flipslos hier sind vorbei. Und zwar hier, das von Ulrike ist das zweite, was ich gemacht habe. Und das erste habe ich ja am letzten Samstag rausgebracht. Und jetzt kommt es zu eurer Gewinnchance. Ihr könnt dieses wunderschöne Journal von Ulrike gewinnen, wenn ihr mir hier in die Kommentare schreibt, was euch bei meinem Flipshow, was am Samstag gekommen ist, ich verlinke es euch nochmal, was euch dabei aufgefallen ist oder wo ihr sagt, Mensch, total cool oder interessant, habe ich mitgenommen, habe ich noch eine Frage zu oder habe ich irgendwie was dazu zu sagen. Das heißt, ihr referenziert auf das Journal, was ich euch am Samstag gezeigt habe. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Und dann könnt ihr mir natürlich herzlich gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass Ulrike einen eigenen YouTube-Kanal haben sollte oder nicht. Das gehört nicht mit zum Gewinn, aber wenn ihr es dazu schreibt, dann liest Ulrike das mit Sicherheit auch und wird sich noch ein bisschen mehr ermutigt fühlen, diese tollen Sachen, die sie macht, ne? Die dann auch selbst mal zu zeigen. Und Ulrike ist ziemlich lustig, das könnt ihr wissen. Ja, da macht ihr mal ein bisschen Mut, dass ihr auch ein YouTube-Kanal anfängt. Also schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr mitgenommen, was habt ihr für Anmerkungen oder Fragen oder ja, Tolles erlebt, als ihr meinen Flipshow am Samstag gesehen habt. Es ist so, ihr dürft kommentieren bis Samstag, End of Business, heißt Samstag, das ist der, Moment, jetzt muss ich einmal kurz auf den Kalender schauen, lasst mich einmal hier den Kalender wählen, weil es ist ja wichtig, dass ihr, werdet es wahrscheinlich nicht direkt
sofort sehen, sondern ein bisschen Zeit vergangen haben. So, also, ihr könnt es natürlich auch noch im Jahr gucken, aber ihr könnt es nicht mehr gewinnen, dann ist es nämlich schon weg, das Schatzi. Dieses Video kommt raus am Montag, den 23. September. Kommentieren dürft ihr bis zum Samstag, den 28. September, 23.59 Uhr. Alles, was danach kommt, wird in Kommentaren wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber nicht mehr in den Lostopf gegeben. So, und die Verlosung wird dann am Sonntag, den 29. September, live geschaltet. Das wird gegen Abend wird das Video kommen. Und dann werdet ihr sehen, wer dieses Schatzi gewonnen hat. Wir werden dieses Journal, und ich sage jetzt das königliche Wir, nein, das Wir heißt Ulrike und ich, wir werden dieses Journal versenden nach Deutschland und nach Österreich. Ihr armen Schweizer, es tut mir total leid, aber es ist so teuer, außerhalb der EU Sachen zu verschicken. Das ist, ist ein bisschen unmenschlich und doof, aber wir können es leider nicht ändern, da wir nicht die Post sind. Dementsprechend, wir verschicken es nach Deutschland und nach Österreich. Wenn ihr hier kommentiert und mit in den Lostopf kommt, dann drücke ich euch mal alle Daumen, dass ihr hier zum Zuge kommt und dieses tolle Ding gewinnt. Bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Kurze Zusammenfassung, kommentiert mit Bezug auf das letzte Video, was ich hochgeladen habe am Samstag zu dieser One More Vintage Design Woche. Link in der Bio. Und ihr dürft kommentieren bis Samstag, den 28. um 23.59 Uhr, also End of Business. Jetzt drücke ich euch alle Daumen, die ich hier so zur Verfügung habe, die hier und die, die ich mir ausleihen kann, damit ihr hier dieses Knaller-Journal gewinnt. Ja, und nicht die Ermutigung für Ulrike vergessen, dass sie den YouTube-Kanal startet. Wir sind schon ganz, ganz weit mit der Bearbeitung. Ihr macht mit. Ich zähle auf euch. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, bis demnächst in diesem Kino.